Kapitel 2. Ken. Gedankenverloren schlenderte ich über den breiten Marktplatz der Stadt. An meiner Hüfte hing ein prallgefüllter Sack mit feinsten Goldmünzen, den ich vorhatte, heute noch zu leeren. Ich ging nicht oft in die Stadt, mir waren so viele Menschen einfach zu anstrengend. Zudem gefiel es mir ganz und gar nicht, meine Waffen zurückzulassen. Um ein Schwert öffentlich zu tragen, brauchte man einen Ausweis, wie ihn die Ritter und Stadtwachen hatten. Andererseits wurde man verhaftet und dem Gericht vorgeführt. Ich hatte zwar einen Dolch unter meiner weiten Kleidung versteckt, aber es war lächerlich im Gegensatz zu meiner üblichen Bewaffnung. Schnell kaufte ich mehrere Säckchen getrockneter Früchte, ein bisschen Trockenfleisch und ein paar neue Handschuhe. Meine alten hatten sich bei meinem letzten Auftrag durchgescheuert. Mit einem schönen roten Apfel in der Hand trat ich den Weg zu dem kleinen Gasthaus an, das ich für heute Nacht bezog. So schnell ich konnte, ohne zu rennen, bloß weg von diesem lauten Ort voller Menschen, führte mich mein Weg durch die Gassen, bis ich abrupt stehen blieb. Ein erstickender Schrei drang aus einer Seitenstraße zu mir, gefolgt von einigen wütenden Beschimpfungen. »Eine hässliche Gossenratte wie du hat es nicht verdient, meine Schuhe zu tragen, und jetzt verschwinde«, hörte ich einen Mann schreien. Ich ging die paar Schritte näher, um mir das Geschehen anzusehen, und seufzte innerlich. Auf dem Boden lag ein ausgemerkelter, wohl um die 15 Jahre alter Junge mit strohblonden Haaren und ehrlichen grünen Augen, der mit aufgerissener Kleidung und blutigem Gesicht im Dreck kauerte. »Diese Kinder können einen schon fast leid tun«, murmelte ich, als ich zusah, wie ein großer, breitgebauter Mann immer wieder auf ihn eintrat, bis er wehrlos am Boden kauerte und verzweifelt versuchte, seinen Kopf mit den Armen zu schützen. Ich prägte mir das Gesicht des Mannes ein. Allem Anschein nach ein Verkäufer der Ladenstraße hier, ehe ich mich umdrehte und durch die Stadt bis zu einem Wirtshaus ging. »Diesen Schuhmacher würde ich mir morgen vorknöpfen. Nicht aus Mitleid, so funktionierte die Welt nun mal hier, sondern weil ich etwas in den Augen des Jungen gesehen hatte, was mich erschaudern und gleichzeitig aufgeregt werden ließ, was ich so gar nicht von mir kannte. Obwohl er klar unterlegen gewesen war und besiegt im Dreck gekauert hatte, in seinen Augen war neben der natürlichen Angst noch etwas anderes gewesen. Ich konnte es nicht genau erkennen. Zorn? Wut? Trauer? Resignation? Es konnte alles zusammen oder auch nichts davon gewesen sein, doch was genau zählte ja auch nicht. Fest stand, dass dieser Junge nicht aufgegeben hatte. Man sah es ihm nicht nur an, er sprach es förmlich in seiner Haltung, als er sich ohne mich oder die anderen Leute auch nur eines Blickes zu würdigen, aufrappelte und humpelnd in den Gassen verschwand. Mir fiel auf, dass der Verkäufer, der in einem der Läden in der Nähe verschwunden war, an einem geöffneten Fenster stand und ihm grinsend hinterhergesehen hatte. In der Hand hatte er einen kleinen Lederbeutel gehalten, der klimperte, als er ihn leicht schüttelte. Wütend verengten sich meine Augen, als ich daran dachte. Hatte dieser Junge etwa sogar Geld dabei gehabt? So wie es aussah, musste er wochenlang gespart haben, denn obwohl das Säckchen nicht klein war, gefüllt war es bis oben hin gewesen. »Dreckiger Mistkerl«, fluchte ich leise vor mich hin. »Wenn er sich das mit mir erlaubt hätte, wäre er in den Genuss meines Dolches gekommen.« Doch so wie es aussah, hatte auch der Junge noch einen Plan. Ich würde mein Messer darauf verwetten, dass sich die beiden nicht zum letzten Mal gesehen hatten. Und ich würde da sein, das stand fest. Zu interessant war der Junge, um ihn einfach zu ignorieren. Seufzend beschloss ich, noch etwas in der Stadt zu bleiben und zog den Umhang enger um mich, während ich mich umdrehte, um meinen Weg zum Gasthaus wieder fortzusetzen.